Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute beantworte ich mal alle Fragen, die sich bis jetzt zu diesem Road to Pro Projekt ergeben haben. Ihr habt bei Insta schon sehr, sehr viele Fragen rausgeballert und ich versuche auch so ein bisschen auf die am meisten gestellten Fragen noch mit einzugehen. Hier bei YouTube in den Kommentaren hat sich auf jeden Fall einiges angesammelt und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. So, starten wir direkt mit der ersten Aussage unter dem Post bei Instagram. Machen wir uns nichts vor, dieses Projekt ist doch nur um Geld zu machen, spricht sich natürlich auch um, demzufolge mehr Klicks und mehr Abonnenten. Und dazu muss ich einfach sagen, das kann man natürlich vermuten. Natürlich könnte man jetzt einfach dieses Projekt ausrufen, um Klicks zu bekommen, aber dann würde es auch sehr, sehr schnell auffallen, dass dieses Projekt gar nicht ernst gemeint ist, weil dann wirst du nach 2-3 Monaten merken, oh, kommen gar keine Videos mehr und man trainiert nicht mehr regelmäßig und ihr werdet es ja auch in den Spielen sehen. Der Fortschritt muss immer da sein und das heißt, man kann dieses Projekt nicht einfach mal ausrufen, um ein paar Klicks zu machen. Klappt vielleicht am Anfang, aber auf Dauer muss natürlich der Fortschritt auch da sein. Und auf der anderen Seite, es ist einfach ein persönliches Projekt. Also ich habe, seit ich 15 bin, da bin ich wahrscheinlich nicht anders als sehr, sehr viele von euch, oder eigentlich seit ich 5 bin, träumt man so davon, Fußballprofi zu werden. Mit so 14, 15 ist es dann natürlich ein bisschen konkreter, aber dann irgendwann scheitert es, man zieht es nie durch, man hat die Zeit nicht, man kommt nicht zu einem Topverein in der Jugend und dann ja, ist halt die Frage, was passiert? Hat man die Chance einfach verpasst oder war man nie gut genug? Und dieser Frage stelle ich mich natürlich jetzt auch. 25 bin ich, ist sehr spät anzufangen, aber ein sehr interessantes Projekt und es geht wirklich darum, persönlich zu gucken, wie gut kann ich noch werden, wo kann ich hinkommen und es geht nicht darum, einfach Klicks zu machen mit der Aussage, ja, ich werde mal locker Profi, sondern es ist einfach eine persönliche Herausforderung. Ja, klar, die Testvideos, die ich vorher gemacht habe und die Videos, die liefen ja auch gut, also es ist jetzt nicht so, dass der Kanal jetzt nur deswegen gegründet wurde, sondern ich steige halt darauf um, damit ich meine ganze Zeit, meine ganze Energie in dieses Road to Pro Projekt stecken kann. Und da bin ich jetzt auch bei der anderen Frage, die auch sehr, sehr oft aufkam. Warum will ich denn mit 25 Profi werden? Und die habe ich gerade auch schon zum Teil beantwortet. Einfach, weil ich persönlich gucken will, wie viel kann ich noch aus mir rausholen? Was habe ich vielleicht für Chancen verpasst in meiner Jugend? Und wie viel kann man noch mit perfektem Training, mit perfekter Ernährung, wenn alles perfekt ist, aus einem Spieler wie mir rausholen, der halt in der Kreisliga B gespielt hat? Und das ist, glaube ich, das Interessante an dem Projekt. Also es ist wirklich so dieser persönliche Wunsch von mir, zu gucken, wie hoch kann ich kommen, wo ist meine Grenze, weil die hat man nie wirklich ausgetestet. Und deswegen will ich mit 25 versuchen, Profi zu werden. Ob es dann klappt, ist natürlich eine ganz, ganz andere Sache. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. So, kommen wir zur nächsten Frage. Was machst du, wenn du mal keine Motivation hast? Vielleicht hast du ein paar Tipps. Ja, wenn ich mal keine Motivation habe, am Anfang der Reihe ist die Motivation jetzt eigentlich immer da gewesen. Das heißt, ich kann jetzt nur aus meiner früheren Erfahrung sprechen, wenn es ums Vereinstraining geht. Und da muss ich halt einfach sagen, ob man motiviert ist oder nicht, wenn man bei einem Verein ist, der jetzt vielleicht nicht nur so zum Hobbykicken da ist, dann ist es natürlich immer so, du musst da halt zum Training gehen. Ne? Also auch wenn du keinen Bock hast, kannst dich ja nicht immer kurzfristig abmelden. Deswegen halt durch diesen Zwang, dass man halt im Verein ist, fehlt einem diese Motivation gar nicht, aber Motivationsprobleme habe ich bis jetzt am Anfang der Reihe noch gar nicht. Aber dazu muss ich auch sagen, ich bin jetzt 1,5 Monate im Training und wäre traurig, wenn ich da schon Motivationsprobleme hätte, weil dann wird es auch nicht funktionieren. Da ist auch eine andere Frage, die oft aufkam, und zwar, wie gehe ich mit Rückschlägen und so weiter um? Und da muss ich auch sagen, es gibt ja natürlich noch keine Rückschläge. Bis jetzt ist das Projekt super geil, es macht nur Spaß, es gibt noch keinen Druck. Weil ich muss nur trainieren, also mehr muss ich nicht machen. Ob ich jetzt im Training mal verliere, ein Trainingsspiel, ärgert einen natürlich, aber die Welt geht davon nicht unter. Aber was halt dann wirklich irgendwann kommen wird, ist halt die Saison. Und da geht es dann darum zu performen. Und dann wird man halt sehr schnell merken auch, wie gut ich bin, wie gut ich eben an manchen Stellen noch nicht bin. Und dann gibt es halt auch keine Ausreden mehr, weil Training ist halt Training und Spiel, da kommt es dann wirklich drauf an. Kommen Ernährungsvideos? Natürlich kommen Ernährungsvideos. Ich bin auch schon sehr, sehr viel dabei, meine Ernährung so ein bisschen drauf zu achten. Aber dazu muss ich sagen, Ernährung ist sehr komplex, wenn man da genau drauf eingehen will. Also es ist nicht schwer, sich gut zu ernähren, aber es ist sehr schwer, sich perfekt zu ernähren. Und klar, man kann dann viel Gemüse essen, viel Obst morgens. Man kann auf seine Eiweiße achten, dass man da auch nicht zu viel nimmt, nicht zu wenig. Aber wenn man es ganz genau machen will und sehr perfekt, so wie ich das vorhabe, dann muss man sich sehr stark informieren. Ich habe mit meinem Coach Julian, der Link ist in der Beschreibung, der ist auch Ernährungsberater, könnt ihr gerne schreiben. Mit dem bin ich halt am Entwickeln gerade von meinem Ernährungsplan, aber ja, das kommt auf jeden Fall noch mit der Zeit alles. Und ich will halt natürlich euch auch nichts mitgeben, was dann irgendwie nicht stimmt oder sagen, ja,
ihr müsst das so und so machen, aber am Ende ist das dann nur Halbwissen, was ich aus euch rausballer. Deswegen, da passt ihr auf jeden Fall gut auf, was ich kommuniziere. Was fällt dir momentan im Training am schwersten? Das ist eine sehr geile Frage. Und zwar würde ich sagen, so Zweikampfbehauptung und so vom Ball. Wir haben viele Spieler jetzt dabei, mit denen ich trainiere, die teilweise jetzt in die dritte, zweite Liga gehen, die in der Oberliga spielen, und sich da so im Zweikampf zu behaupten, das fällt mir teilweise noch schwer, beziehungsweise da richtig in die Zweikämpfe zu kommen, weil die körperlich halt sehr, sehr betont alles spielen. Da habe ich aber auch schon starke Verbesserungen persönlich gemerkt, nur da ist auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Das ist so das, was mir mit am schwersten fällt. Neben so klassischen Dingen wie, keine Ahnung, man muss natürlich den linken Fuß noch ein bisschen trainieren und so, aber das ist sowas, das fällt mir jetzt nicht schwer, daran zu arbeiten, sage ich mal so. Wie hast du den Kontakt zu den ganzen Experten bekommen? Mit Experten würde ich jetzt mal meine drei Trainer aufzählen. Athletiktrainer Zhao. Kontakt lief über meinen zweiten Trainer, den Gym- und Ernährungscoach Julian. Der hatte mich einfach angeschrieben, hat von dem Projekt mitbekommen, und wegen der Reichweite, da er selber eine Akademie hat, findet er halt das perfekt, da zu zeigen, was er für eine geile Arbeit macht. Habt ihr auch schon mitbekommen, dass der echt was drauf hat, und der hat dann den Zhao eingeschaltet als Athletiktrainer. Und ja, dritter Trainer Felix, mein Stürmertrainer. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, und da muss ich auch nicht viel zu sagen. Der ist ja auch bei FK am Start. Wirst du auch mal Defensive trainieren? Also du als Verteidiger in zum Beispiel Zweikampfübungen, oder setzt du nur auf Offensive? Da muss man sagen, heutzutage im Fußball gibt es keinen Verteidiger mehr. Und es gibt auch keinen Angreifer mehr im klassischen Sinne. Das heißt, ein Verteidiger muss sich auch offensiv einschalten, ein Angreifer muss sich auch defensiv einschalten. Das fängt ja schon davon da an. Ball ist bei der Viererkette, du bist zum Beispiel der zweite Stürmer oder Zehner und musst ja auch Pressing-Momente setzen. Das heißt, du musst Welle erobern oder Gegner zumindest so unter Druck setzen oder verteidigen, dass sie nicht an dir vorbeikommen. Und das hat sich zum Beispiel gewandelt. Früher durfte du als Stürmer einfach vorne stehen bleiben, machen, was du willst. Mittlerweile darf das nur Ibrahimovic. Aber klar, Defensive wird trainiert. Aber Defensive trainierst du ja auch automatisch. Wenn du zum Beispiel einen 4 gegen 4 spielst, musst du ja auch das Tor verteidigen. Auch mal als letzter Mann spielen. Und natürlich trainiere ich das auch. Welcher Punkt in deinem Projekt fällt dir momentan schwer, den Fokus drauf zu setzen? Das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich gibt es da zwei Punkte. Einmal ist das das Filmen tatsächlich. Also ich habe oft hier Einheiten gemacht, wo ich dann irgendwie keinen Kameramann hatte. Ich war zu faul, das Stativ aufzustellen, oder was heißt faul, aber ich hatte dann keinen Nerv, mich darauf zu konzentrieren. Das ist so ein Punkt, aber gut, der hat natürlich mit dem Trainingserfolg nichts zu tun. Und der zweite Punkt ist so ein bisschen noch die Ernährung, dass man da einfach ein besseres Know-how noch bekommt. Klar, ich kaufe jetzt relativ gesund ein, esse keine Süßigkeiten, trinke keine Cola, kein Alkohol und so weiter. Aber da ist noch Luft nach oben. Was denkst du, wie stehen deine Chancen, dass ich mein Ziel erreiche? Das hatten wir am Anfang schon mal kurz, jetzt will ich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Die Chancen sind gleich null. Also zumindest, wenn man sich die Meinungen von allen Leuten anhört, die im Fußballbereich drin sind. Von der Kreisliga B mit 25 im Profibereich ist eigentlich unmöglich. Aber ich persönlich glaube einfach dran. Also ich glaube zumindest, dass ich es sehr, sehr hoch schaffen kann. Und wenn alles so gut geht, das heißt, ich verletze mich nicht, das heißt, ich habe ein bisschen Glück auf meiner Seite, man kann ja nie alles bestimmen, dann glaube ich, ist es machbar, weil eine Sache kann ich euch versprechen, ich ziehe das mit 1000% durch, also alles, was man dafür tun kann, werde ich tun, ich verzichte ernährungstechnisch auf alles, ich werde mir immer genug Ruhe gönnen, man muss natürlich dann irgendwo Abstriche machen beim Privatleben, aber so ist das, also ich werde alles auf diese Karte setzen, und mein persönliches Ziel, dritte Liga in Deutschland oder halt allgemein Profi werden, Chancen sind gleich null, aber für mich persönlich sind sie da, und das ist halt das, was zählt, also ich glaube daran. Wie sieht dein Tagesplan bzw. deine Routine aus? Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, ist direkt in den Infokarten hier verlinkt. Generell einfach aufstehen, frühstücken, beim Frühstück viel Obst, viel Power zu sich nehmen, ein paar Nüsse auch meistens noch, Haferflocken teilweise. Also ich esse nicht jeden Tag dasselbe, sondern ab und zu mal was anderes. Dann meistens vormittags, je nachdem, was gestern gemacht wurde, vielleicht eine kleine Einheit. Abends eine große Einheit, es kommt aber immer auf den Tag an. Also Trainingsplan, Video und Tagesablauf könnt ihr mal abchecken hier. Wie bist du eigentlich zu diesem Projekt gekommen? Das hatte ich natürlich am Anfang schon so ein bisschen erwähnt. Ich hatte einfach mal Bock zu gucken, wo sind meine Grenzen. Ich habe Fußball nie durchgezogen und will das einfach jetzt endlich mal machen. 25 ist so das späteste Alter, würde ich jetzt behaupten.
wo es noch geht. Irgendwann, wenn man auf die 30 zugeht, dann ist es halt auf jeden Fall vorbei. Vielleicht ist es jetzt auch schon vorbei, zumindest wenn man vielen Leuten zuhört. Aber ich glaube halt was anderes. Und dafür mache ich auch dieses Projekt. Also die Idee kam halt in der Corona-Zeit. Wie kann man YouTube, also das, was ich beruflich mache, verbinden mit dem, worauf ich Bock habe. Und das ist halt perfekt gelungen mit dieser Reihe. Und ja, der Wille ist einfach da, einfach zu gucken, wie weit kann man kommen, weil es mich einfach mega interessiert und weil ich sehr viel Spaß daran habe, diese Grenze herauszufinden. Spielst du jetzt bei der ersten Mannschaft oder immer noch bei der zweiten Mannschaft vom VfR Sölde? Da muss ich einfach sagen, Leute, es ist zurzeit immer noch Lockdown, das heißt, es gibt keine Spiele, Training nur ganz bisschen. Das heißt, ich habe jetzt dreimal im Verein trainiert und ja, so schnell kommst du ja nicht in die erste Mannschaft. Also du musst ja schon irgendwie im Spiel mal überzeugt haben. Da muss ich das ja in der Vorbereitung rauskristallisieren. Klar, durch das Projekt hat man so ein bisschen Aufmerksamkeit, aber es wird keinen Fußballverein geben, der sagt, oh, der trainiert ein bisschen bei YouTube, ah, holen wir ihn mal in die erste. Klar, der Schritt wird passieren, sage ich euch so, dass man in die erste kommt. Aber da muss man halt einfach vorher ein paar Spiele gehabt haben, das nochmal so ein bisschen zeigen, was man drauf hat. Und dann wird dieser Schritt kommen. Und ja, die Frage kann ich jetzt erstmal so beantworten. Anfang der Vorbereitung werde ich natürlich in der zweiten sein und dann alles weitere mal gucken, wie schnell das geht. Ja Leute, das waren die Fragen, die ihr gestellt habt. Falls ihr noch mehr habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Eine Sache muss ich natürlich noch loswerden. Also ich kriege sehr, sehr überwiegend positives Feedback. Aber auch teilweise Leute, die halt immer bestimmte Sachen kritisieren, wie mein schwacher Fuß ist nicht gut genug, ich bin noch nicht spritzig genug, ja, Schnelligkeit muss ich verbessern. Oder die Leute kommentieren dann halt immer, ja, du bist zu langsam, du wirst es nicht schaffen. Und da ist halt einfach das Ding, was ich euch einmal noch mitgeben würde. Wir sind am Anfang dieser Reihe. Ich bin jetzt 1,5 Monate dabei im Training. Die ersten Wochen waren dann halt eher so Körper dran gewöhnt. Und jetzt setzen wir erst seit 2 Wochen wirklich Schwerpunkte. Natürlich bin ich noch nicht Profi oder auf dem Profiniveau. Es ist noch sehr, sehr viel Arbeit und der Weg ist jetzt auch für mehr als 3 Monate angelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in die Saison starten werde, 10 Tore pro Spiel machen werde, dann ruft auf einmal Dortmund an und ich spiele in der Bundesliga, sondern es geht ja darum, den Prozess 2-3 Jahre lang zu verfolgen. Also das ist so zumindest mein Plan, dass man zumindest 3 Jahre lang versucht, immer besser zu werden, immer höher zu kommen. Und natürlich wird es dauern, bis die Verbesserungen also krass zu sehen sind. Ich finde, man sieht schon Verbesserungen, höre ich auch immer wieder. Allein die Fitness, der linke Fuß teilweise, auch wie ich mich im Spiel präsentiere und so, also im Trainingsspiel. Aber es wird halt Zeit dauern, bis da noch weitere Verbesserungen zu sehen sind. Und das wollte ich euch einfach nur auf den Weg geben. Wenn wir 1 Jahr jetzt im Training wären und immer noch dasselbe Fazit bei den ganzen Tests rauskommen würde oder im Spiel, irgendwie jedes zweite Spiel nur geknipst wird, klar, dann würde ich auch sagen, es hat nichts gebracht. Aber ja, ich kann euch halt einfach nur vermitteln, Trainingserfolg im Fußball braucht seine Zeit. Also man kann nicht von 0 auf 100 auf einmal Profi werden, dass ihr das einfach verinnerlicht. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Video, danke für euer Interesse und ja, wenn ihr weitere Fragen habt, entweder direkt bei Insta schreiben oder hier in die Kommentare. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.